Guten Tag, liebe Freunde, ich bin Azeja Gode der Altheilen. Heute will ich ein Thema ansprechen, was vielleicht nur wenige interessiert, weiß ich, aber was eigentlich sehr stark zur Fehldeutung unserer Mythologie geführt hat. Die Frage, wer ist Gulveig, was bedeutet dieser Mythos? Gulveig ist eine Figur, die in der Völuspá, in einem Eddalied, in dem ältesten Eddalied, vorkommt, aber eigentlich nur in einer Strophe. Was hat es mit dieser Strophe auf sich? Worum geht's? Das will ich heute mal besprechen. Ich möchte euch zunächst erstmal die vier Verse, um die es geht, hier mal vortragen. Sie stammen aus der Völuspá, dem ältesten Eddalied. Vers 20 hat nicht so viel Sinn, da geht es nämlich um die drei Nornen, das hat damit nichts zu tun. Also 21 bis 24 werdet ihr jetzt hören. Sie erinnert sich des ersten Krieges in der Welt, da sie mit Gären Gulveig stießen und in Hors Halle sie brannten. Dreimal verbrannt, dreimal geboren, oft und selten, doch ist sie am Leben. Heiß hieß man sie, wo sie zum Hause kam, die wohlspähende Wölver. Sie wusste Gandyr, Seis konnte sie, mit Seis sie betörte, immer war sie die Wonne leidender Weiber. Da gingen die Regien zu den Richterstühlen, hochheilige Götter, und hielten Rat, ob die Orsen sollten Abgaben zahlen oder alle Götter Gaben empfangen. Schleudert Odin übers Heer das Geschoss, da wurde Krieg in der Welt zuerst. Gebrochen war die Bordwand der Aorsenburg, kampfspähende Wahnen betraten das Feld. Ja, diese vier Verse, mehr haben wir da nicht. Alles, was jetzt, was man über Gulveig irgendwo liest oder hört, kann sich nur auf diese vier Verse beziehen. Also, wir wissen nicht einmal, inwieweit sie überhaupt zusammengehören. Kommen wir aber erstmal zur Übersetzung Gulveig. Gul ist ganz eindeutig Gold. Also da gibt es überhaupt keine Zweifel. Aber was kann Weigür bedeuten? Weigür kann ein berauschendes Getränk sein. Gulveig, goldenes, berauschendes Getränk, passt irgendwie nicht so gut. Dann kann es nach dem Isländischen übersetzt Macht und Stärke heißen, nämlich Isländisch Veig oder Färingisch Veig, Veigi, heißt eben Macht, Stärke, also Goldstärke, Goldmacht. Im Norwegischen gibt es aber auch ein Wort Veiga, was einfach Frau heißt, also Goldfrau. Manche versuchen es dann auch noch zum Altenglischen zu bringen, Weg oder Altsächsisch Weg, das heißt nämlich Faden. Dann wäre also Gulveig Goldfaden. Das ist natürlich, ergibt nicht so viel Sinn. Also die Deutungen reichen von Goldtrank, Gold, die Goldreiche, der Goldrausch oder von Goldtrunken. Mehr als diese vier Verse haben wir nicht. Nun ist die Frage, gehören diese vier Verse zu einem Mythos zusammen oder sind es vier einzelne Verse? Denn in der Völuspá werden oft Mythen nur angeschnitten. Eine Strophe behandelt einen Mythos und dann kommt schon eine andere Strophe mit einer ganz anderen Geschichte. Ist also die Frage, können wir hier davon ausgehen, dass diese vier Verse zusammengehören? Und entsprechend ergeben sich dann auch unterschiedliche Deutungen. Ich will mal nach diesen Versen verschiedene Deutungen vorerzählen, referieren, je nachdem, also die einzelnen Deuter, wie viele Verse die genommen haben, kommt ja was anderes raus. Also, eine Theorie, die alle vier Verse zusammenfügt und glaubt, dass sie zusammengehört. Danach wurde Gulveig verbrannt,
weil sie nicht den Seidyr, also den Zauber, den Asen mitteilte. Erst beim dritten Mal starb sie, was dann den Vanenkrieg erzeugte. Fehler dieser Theorie? Dass sie starb, denn wir haben ja gehört in dem Vers, dass sie doch noch trotzdem weiterlebt. Also das haut nicht ganz hin. Dann hat man es diese Gulveig mit Freya, mit der Liebesgöttin, in Verbindung bringen wollen. Denn es gibt in der Ynglingasaga im vierten Kapitel ja einen Satz, da heißt es, Freya lehrte zuerst den Asen, den Seidyr, wie er bei den Vanen üblich war. Ja, also hat man gesagt, Freya lehrt das und das hat sie nicht freiwillig getan und deswegen haben sie versucht, sie zu verbrennen. Sie ist dann natürlich nicht verbrannt. Das ist so eine Deutung. Aber viele verstehen das dann auch so, dass die Asen überhaupt nicht zaubern konnten und erst durch die Vanen, durch Freya, haben sie überhaupt zaubern gelernt. Das stimmt aber nicht. Seidyr konnten die Asen natürlich auch, aber Seidyr bei Vanen war ein bisschen anders als Seidyr bei Asen. Das ist auch noch heute so, in jedem Land wird auch ein bisschen andere Magie geübt. Und sobald Freya den Asen ihren Seidyr, den vanischen Seidyr beibringt, heißt das, dass die Asen oder Asen noch zusätzliche Möglichkeit haben zu zaubern. Also sie bekommen mehr Macht, das ist damit eigentlich gesagt. Das hat auf jeden Fall, das ist also sehr vage, das Freya mit Gulveig gleichzusetzen. Das ist unlogisch. Also Freya wäre keine Liebesgöttin, die bei den Göttern glücklich ist, wenn sie da dreimal versucht hätten, sie zu verbrennen. Und wozu das alles? Weil sie den Seidyr lehrt? Ja, da muss man ja doch eher dankbar sein. Oder um sie dazu zu bringen, den Seidyr zu lehren. Und dann hat man sie dreimal verbrannt, sie ist aber nicht gestorben, aber sie hat dann trotzdem gesagt, na gut, ich bringe euch jetzt den Seidyr bei. Völlig unlogisch. Ja, ich habe dann noch eine Ergänzung gefunden. Da sagte dann eine Theorie, ja, sie wurde tatsächlich verbrannt, also jetzt Gulveig. Und in dem Feuer ist nur noch ein Herz geblieben und das hat Loki gegessen. Und deswegen ist Loki davon schwanger geworden, hat diese drei Ungeheuer, Hel, Fenris, Wolf, Midgard-Schlange erzeugt. Aber das ist natürlich völlig unsinnig, denn erstens hat sie es ja überlebt, also da bleibt nicht nur ein Herz übrig. Zweitens ist diese Geschichte mit den Vanen und so, das ist der Krieg, da wurde Kampf in der Welt zuerst, das ist in der Urzeit der Welt und Loki und mit den Ungeheuern ist ja viel später, also das kann man gar nicht zusammenbringen. Ja, dann gibt es die Theorie, dass Gulveig eine Agentin der Vanen sei, die durch Goldgier, Lust und Zauberei Zwietracht unter den Asen säen sollte. Also auch hier praktisch ist dann Gulveig eben als Vanen aufgefasst. Gut, ist natürlich unglaubwürdig, eine Göttin würde niemals da so eine Zwietracht sehen und mit Agenten und so weiter. Also da haben die Leute, die sowas deuten, haben zu viel James Bond geguckt, muss man einfach mal sagen. Ja, dann gibt es aber eben auch ein bisschen etwas bessere Ansätze, dass man sagt, Vers 21 und nur 23 und 24 deutet, weil 22 mit der Heidür ist ja eigentlich die Rahmenhandlung. Also die ganze Voluspa wird ja von einer Seherin erzählt und ab und zu kommt das durch. Da kommt immer so ein Hinweis auf die Seherin. Und dieses kann eben die Heidür sein. Das glaube ich. Denn es wäre unlogisch in diesen beiden nebeneinander stehenden Strophen, dass die gleiche Person mit einem anderen Namen plötzlich erscheint. Also eben hieß sie noch Gulveig, jetzt heißt sie plötzlich Heidür. Das ergibt gar keinen Sinn. Heidür ist eben, Heiter heißt es übrigens auch, es ist die Seherin, die die Voluspa erzählt. Und deswegen muss man diese ganze Strophe als Rahmenhandlungsstrophe aus diesem Ablauf herausnehmen. Danach soll dann eben Gulveig von den Vanen zu den Asen geschickt worden sein. Diese sollen der Goldgier erlegen sein und verlangten von Gulveig, dass sie den Ursprung des Reichtums enthülle.
Gulveig weigerte sich, also versuchten die Asen Gulveig dreimal zu foltern und zu verbrennen. Dadurch soll es dann zum Asenwahnkrieg gekommen sein. Fehler? Die Götter selbst sind ja reich. Wenn ihr mein Eisenhans-Video zum Beispiel gesehen habt, wie reich Odin ist, dann wird ja auch in Völuspá-Strophe 8 erwähnt, sie saßen im Hofe heiter beim Brettspiel und darbten goldener Dinge nicht. Die Götter haben genug Gold. Warum sollten sie jetzt irgendeine Fremde da foltern, um noch mehr Gold zu bekommen? Was sind das überhaupt für Vorstellungen von Göttern, die da plötzlich so niedrig nur hinter dem Gold her sind? Selbst Tacitus sagt doch, die Germanen interessieren sich gar nicht besonders für Gold. Und jetzt sollen sogar die Götter dafür Leute gefoltert haben. Völlig irrsinnig. Aber das Schlimme ist, es gibt sogar Neoheiden, die meinen, das wäre die erste Hexenverbrennung. Und die sozusagen die ganzen Hexenverbrennungen, diesen Gedanken, dass man Zauberinnen verbrennt, den wollen sie den Heiden zuschieben. Nicht die Kirche hat Schuld, nicht die Bibel, wo drin steht, die Zauberweiber sollst du nicht am Leben lassen. Nein, schon unsere Mythologie, schon da wären unschuldige, arme, zaubernde Frauen verbrannt und die Götter machen das selbst. Und klar, dass wir deswegen auch alle die Hexen umgebracht haben. Ja, was soll ich zu so einem Unsinn nur noch sagen? Ich weiß es nicht. Ja, und dann gibt es die Theorie, die Vanen als Götter eines eindringenden Fremdvolkes, dessen mächtigste Gulveig ist. Und die Asen wollen das nun nicht und verteidigen sich also zurecht. Aber wenn man sich verteidigt, warum muss man dann mit Verbrennung reagieren? Dann nimmt man sein Schwert und kämpft. Ja, also es ist ja völlig Unsinn. Auch hier geht das so in eine Richtung, eigentlich haben die Hexenverfolgung, Hexenverbrennung erfunden. Also diese Deutungen sind alle unsinnig. Ja, und dann gibt es auch eine Deutung, die nur die Strophe 21 einbezieht. Danach soll Gulveig eine personifizierte Gier nach Gold bedeuten, also Goldmacht. Oder es gibt dann auch die Theorie, dass sie die Personifizierung des Goldes selbst ist, das durch wiederholtes Schmelzen gereinigt wird. Also jetzt haben die Asen praktisch das Gold, diese ganze mit dem Gold gefunden und wollen jetzt Gold schmelzen, werden goldgierig. Aber es passt natürlich auch nicht. Erstens mit den Gären, da sie mit Gären Gulveig stießen, ja mit Speeren also. Ja, warum sollte man, wenn man Gold schmilzt, da mit dem Speer irgendwas machen? Das ist unlogisch. Und warum lebt sie dann noch? Also Gulveig wird sozusagen verbrannt und lebt dann noch. Ist es jetzt das Gold, das lebt? Oder also kein Mensch würde Gold als lebendig ansehen. Also da stimmt auch irgendwas nicht. Es geht ja in dieser Geschichte, zumindest in den hinteren Versen, 23, 24, um den Asenwahnkrieg. Also muss ich dazu mal was sagen. Das war in der Urzeit, da gab es also die Asengötter und die Vanengötter. Und die konnten sich nicht einigen. Es gab immer Kriege hin und her, mal siegte der eine, mal siegte der andere. Und am Schluss haben sie sich geeinigt, wohl dass jede Göttersippe sozusagen ihre Berechtigung hat. Wenn man diesen Mythos deutet, naturmythologisch, also die Götter gibt es ja wirklich, aber man hat sie immer in der Natur auch irgendwie symbolisiert, dann sind die Asen die Tagesgötter, die Lichtgötter. Die Vanen, was übrigens die Strahlenden heißt, Vanir, sind die Götter der Nacht und des Mondes. Und zwischen Tag und Nacht steht ja nun immer die Abendröte oder die Morgenröte. Das heißt, wenn Tag ist und es kommt die Abendröte, heißt das, die Nacht greift den Tag an und gewinnt, weil das danach auch Nacht wird. Aber am nächsten Morgen hat der Tag wieder die Nacht angegriffen und es wird wieder Tag. Das ist es, dass jede Seite mal siegte. Also eigentlich ein Tag-Nacht-Mythos. Nun werden wir sagen, ja, bei den Vanen haben wir zwar Meeresgottheiten, Njörd, Njörun,
Freier kommt aus dem Meer, frei auch, aber frei ist ja irgendwie, ich habe ihn auch immer so gedeutet und deute ihn auch so, immer auch irgendwie ein Gott der Sonnenfruchtbarkeit. Wenn wir jetzt ein bisschen, so ist es ja auch überliefert, aber wenn wir ein bisschen zurückgehen, bei den Prutzen gibt es ja auch diese Götterdreiheit, die in Skandinavien Odin, Thor und Frey ist. Da ist es der dritte, nämlich der dem Frey entspricht, Potrimpos. Und Potrimpos, der ist ein Gott, der über das Wasser herrscht. Also er ist insofern gar nicht mehr so sonnig, wie wir es gerne hätten. Da hat sich bei den Prutzen hat sich da eben tatsächlich noch ein älterer Überlieferungsstrang erhalten. Bei uns haben wir es auch noch in der Edda, dass bei Frey heißt, er herrscht über Regen und Sonnenschein. Da ist immer noch seine Zuständigkeit für den Regen noch vorhanden. Aber eigentlich ist er bei uns ein bisschen anders. Also wenn man das berücksichtigt, die Nacht, Nachttau, die Feuchtigkeit, das Kalte, letztendlich auch den Mond, denn Freya hat ja auch einen Aspekt vom Mond, das habe ich auch schon mal gesagt. Das sollten wir im Hintergrund haben. Und wenn ihr mit diesem Wissen will ich jetzt mal eine Möglichkeit der Deutung anfügen. Ja, ihr seht neben mir das Titelbild eines alten Sagenbuches. Friedrich Ritter von Schönwert aus der Oberpfalz, Sitten und Sagen, ist aus Ziusburg 1858. Also Ziusburg haben die später in Augsburg umgenannt. Also 1858 erschienen. Dort ist eine interessante Sage, um die es geht, die ich jetzt zitieren will. Die Frage: Hat sich Ritter Schönwert hier vielleicht was ausgedacht? Hat er vielleicht die Edda gekannt und hat dann gesagt, oh, denk mir noch schnell eine interessante Sage aus, das wird dann ein großer Bestseller? Oder hat er wirklich eine echte Sage vorgefunden? Diese Frage kann man dadurch beantworten, dass man sieht, dass die Parallelen eben nicht so sind, wie man sie erwarten würde, wenn einer die Edda genommen hat und daraus eine Sage macht. Also das erweist sich aus kleinen Einzelheiten. Ich meine, das ist auch eine Zeit, wo nicht unbedingt so die Edda so populär war und so weiter, wo man, also wenn man jetzt eine ähnliche Sage veröffentlicht hat, dann war man noch nicht der große Bestsellerautor. Deswegen ist das eigentlich auch unlogisch. Am Eismeere auf einer Insel hausen die Eismänner. Ihrer 12 an der Zahl, Riesen an 50 Ellen lang. Sie leben gleich den Meerfräulein von Meeräpfeln, die wachsgelb wie Zitronen an der Insel wachsen und süßer als Zucker sind. Das Laub davon ist dreispitz, außen grün, innen goldgelb. Dort ist nämlich kein Eis, nur Wasser, und ein milder Himmel bringt die kostbare Frucht zur Reife. Außerdem sind die Riesen reich an Schätzen. Der Mond ist der Eismänner Sonne. Ihr König hat einmal die Sonne gestohlen, um sie im Feuer zu verbrennen, denn die Riesen von Farbe dunkel sind böse und wollen nur Nacht. In dieser herrschen sie. Vom Eismeere geht auch alle Finsternis aus. Da aber die Sonne heißer ist als Feuer, schadet es ihr nicht. Die Riesen, welche mit ihrem Könige gegen die Sonne stürmten, sind alle im Kampfe gefallen, bis auf jene 12, welche noch immer gegen die Sonne Hass tragen. Von ihnen kommt das Gift der Sonnenfinsternis. Sie sind das Gift der Natur. Dem Monde aber ward nunmehr genommen, auch bei Tage zu scheinen, neben der Sonne. Darum hat er jetzt noch seinen Schein bei Nacht. Seitdem ist auch der Mond der Sonne Feind und nähme sie gern ein. Er will immer Herr werden über sie und ist stark, weil er der Höchste unter den Riesen, der Anstifter alles Krieges, selbst voll Gift. Darum schläft auch Mensch und Vieh bei Nacht und geht nur am Tage zur Arbeit. Diese 12 Eismänner nun bleiben bis zum Ende der Welt. Sie sind die Weisesten unter den Riesen. Davon heißen sie auch Weißmänner. Soweit die Sage aus Waldkirch. Also,
was haben wir jetzt hier in Einzelheiten? Wir haben 12 Riesen, das erinnert an 12 Götter. Am Meer, auf einer Insel, ernähren sich wie die Meerjungfrauen. Also, das spricht ja doch sehr für die Warnengötter. Njord ist ja auch aus dem Meer. Wir erfahren Nacht- und Mondkulte. Der Mond wird ja als der Höchste da erwähnt. Und sie sind gegen den Sonnenkult. Sie verbrannten die Sonne in Harshalle, nämlich unter dem Himmel. Harshalle bedeutet ja der Himmel. Das ist nicht Valhall, da kann man auch keinen Menschen verbrennen, das geht gar nicht. Das ist der Himmel gemeint. Harshalle ist ein Kenninger für Himmel. So, da verbrennen sie die Sonne, weil sie gegen die Sonne sind. Aber im Naturmythos ist es natürlich wieder das Abendrot. Aber die Sonne kommt natürlich am nächsten Tag wieder. Sie haben es immer wieder versucht, aber sie kommt immer wieder. Das heißt, in Gullveig sehe ich, und darauf passt ja auch dann der Name, Goldfrau heißt es ja eigentlich. Das ist eigentlich ein Beiname der Sonnengöttin, würde ich sagen. Und die Warnengötter in der Urzeit haben ja ihre Mond- und Meereskulte gehabt und wollten die Sonne nicht. Und dann gab es eben diesen Kampf oder dieses Verbrennen der Sonne im Abendrot. Aber sie kommt natürlich immer wieder. Und deswegen haben dann irgendwann beide Götterfamilien sich hingesetzt, haben sich geeinigt, haben gesagt, gut, die Asengötter am Tag, die Warngötter in der Nacht oder beide Götterfamilien können sozusagen Opfergaben erhalten am Tag und am Nacht. Also man hat sich geeinigt. So. Das ist eigentlich der ganze Mythos. Es ist nochmal ein Hinweis auf den Asen-Warnen-Krieg, der ja dann auch in den Versen später noch folgt. Mit der Heid hat das gar nichts zu tun, das ist die Seherin. Vielleicht steht die Strophe da ungeschickt mit der Heid, die hätte man vielleicht eine davor stellen können oder so, aber bei so einer Handschrift, die im 13. Jahrhundert die Abschrift von einem Original oder auch schon wieder von der Abschrift ist, da passiert sowas mal. Alles andere ist eigentlich unsinnig, denn Zauber, also Seid, hatten die Götter schon vorher, Gold auch, Folter und Verbrennung gab es überhaupt nicht bei den Göttern. Aber hier bei Schönwert, in dieser Sage von den Eismännern, sind auch riesische Gedanken mit eingemischt. Also zum Beispiel der Riese Hymir hat ja die Sol zeitweilig entführt. Deswegen kann Tyr, der ja Sohn Odins und der Sol ist, der kann sagen, Hymir ist sein Vater, nämlich sein Ziehvater, weil Hymir eben die Sonne geraubt hat. Dieser Mythos ist damit angedeutet, dass der König versucht hat, die Sonne zu rauben. Da ist es dann doch mehr ein Riese. Ja, und da kommen eben zwei Überlieferungsstränge zusammen. Die Riesen, die sowieso grundsätzlich gegen das Göttliche sind und alles verfolgen, natürlich auch die Sonne. Und dann eben aber auch die Warngötter, die so einen Nachtkult und Mondkult haben. Das hat sich da vermengt in der Sage von bei Schönwert. In der Edda ist es einfach die Sonne, die da verbrannt werden soll und man einigt sich dann, dass man jetzt eben Sonnen- und Mondgottheiten verehren kann. Eigentlich eine ursprüngliche Auseinandersetzung zwischen Sonnen- und Mondkult. Es ist auch kein Kult von, manche sagen ja, der Asenkult von den Indogermanen und der Warnkult von denen, die hier schon lebten. Oder umgekehrt, das stimmt aber nicht, denn wir finden ja auch diese drei Geschlechter, also bei den Griechen zum Beispiel die olympischen Götter, die unseren Asen entsprechen, die Titanen, die unseren Warnen entsprechen und die Giganten, die unseren Tosen entsprechen. Also da man das alles auch in Griechenland hat und letztendlich geht es ja weiter bis Indien, die Asvinyas als Asen und so weiter, daran kann man sehen, dass dieser Mythos eben nicht durch die Einwanderung irgendeines Volkes hier entstanden sein kann und unterschiedliche Göttergeschlechter sozusagen sich dann im Mythos wiederfinden. Das spricht übrigens auch unserer Edda, unserer Mythologie, unserer Religion ab, überhaupt eine Religion zu sein. Da ist dann irgendein historischer Vorgang missverstanden worden, dass da mal irgendein anderes Volk kam mit seinen Göttern und da hat man da einen Mythos draus gemacht und daran glauben jetzt die Menschen. So dumm waren die nicht. Also dagegen muss ich protestieren. Ja, und
Mehr kann ich dazu nicht sagen und deswegen muss ich mich jetzt verabschieden. Es wird ja schon langsam dämmerig. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Sache erklärt, denn diese Sache wird ja auch in dieser Arte-Serie Mythen der Wikinger auch falsch dargestellt. Deswegen musste ich das sowieso auch nochmal sagen. Ich danke, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.